House of the Dragon, Staffel wird kürzer. Die erste Staffel des Game of Thrones Spin-offs House of the Dragon war bei Fans und Kritikern gleichermaßen ein Erfolg. Die US-amerikanische Branchenseite Deadline will nun exklusive Details über die zweite Staffel erfahren haben, die wahrscheinlich nicht jedem gefallen werden. So wird sie beispielsweise nicht wie die erste Staffel aus 10, sondern nur aus 8 Episoden bestehen. Dem Bericht zufolge sollte die neue Staffel ursprünglich 10 Episoden umfassen, wurde aber im Laufe der Arbeit an den Drehbüchern um 2 Episoden gekürzt, wie ein Sprecher des produzierenden Senders HBO gegenüber Deadline bestätigt haben soll. Dies hat angeblich nichts mit dem Versuch zu tun, die Kosten für die komplexe Serie zu senken. Wie Showrunner Ryan Condal, 43, bei einem Screening-Event in Los Angeles Anfang des Monats versprach, wird die zweite Staffel von House of the Dragon die Zahl der Drachen erhöhen. Ihr werdet 5 neue Drachen treffen, sagte Condal laut The Hollywood Reporter wörtlich. Bereits in den ersten 10 Episoden tauchten insgesamt 9 der riesigen Kreaturen auf. Dem Bericht zufolge sollen die Dreharbeiten für die zweite Staffel bald in Großbritannien beginnen. Ein offizielles Startdatum gibt es noch nicht, aber die neuen Episoden sollen frühestens im Sommer 2024 ausgestrahlt werden, heißt es weiter in dem Bericht. In der Zwischenzeit scheinen die Aussichten für eine mögliche dritte Staffel viel positiver zu sein. Eine offizielle Bestellung für die dritte Staffel ist nur noch eine Frage der Zeit und die Arbeit an den Drehbüchern und Produktionsplänen sowie die Besetzung der Rollen ist bereits für die nahe Zukunft geplant.